Am 29.06.2023 um etwa 18 Uhr konnten die ersten von euch ihr TMS-Ergebnis abrufen. In diesem Video werdet ihr erfahren, wie viele Punkte ihr jeweils in den einzelnen Untertests erreicht habt. Denn seit 2020 wird bei den Ergebnissen nur noch der Standard- und Prozentrangwert angegeben und nicht mehr die erreichte Punktzahl. Mit euren Ergebnissen konnten wir allerdings wieder Tabellen generieren, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eure exakten Punktzahlen rekonstruieren. Außerdem werden wir in dem Video die Durchschnittswerte zeigen, die in den einzelnen Untertests erreicht wurden und uns zudem nochmal der Frage widmen, welcher der beiden Testtage schwerer war und ob unsere Prognose im Video direkt nach dem TMS im Mai eingetroffen ist. Ich habe schon gesagt, das Ganze funktioniert natürlich nur dank eurer Ergebnisse. Also herzlichen Dank an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben. An Tag 1 waren es 187 und an Tag 2 90. Wie immer auch ein dickes Danke an den Werner fürs Erstellen der Umfrage und auch der Tabellen, die ich euch nun zeigen werde. Hier ist die Tabelle zu Tag 1. Da es manchmal Ableseschwierigkeiten gibt, lasst sie mich kurz erklären. Ich habe hier mal ein Ergebnis fiktiv eingezeichnet. Also welchen Standardwert und Prozentrangwert eine Person in den einzelnen Untertests erreicht hat. Beim Muster zuordnen hat die Person einen Standardwert von 108 und einen Prozentrangwert von 81. Nun geht man horizontal nach links zur Punkteachse und schaut, in welcher Zeile man sich befindet. Und dann sieht man, dass dieser Standard- und Prozentrangwert einer erreichten Punktzahl von 16 entspricht. Hier noch ein Beispiel für 15 Punkte in MatNut und für 18 Punkte in Schlauchfiguren. In der untersten Zeile seht ihr die Durchschnittswerte, die über alle Teilnehmer hinweg in den jeweiligen Untertests erreicht wurden. Hier ist an Tag 1 besonders auffällig, dass Quanti auffallend schwer war und Figuren hingegen deutlich zu leicht. Die letzten Jahre war der Figurenschnitt eher zwischen 10 und 11 und jetzt ist er mit 15 sehr weit nach oben ausgebrochen. Da gehe ich davon aus, dass sie versuchen werden, das im nächsten TMS wieder zu ändern. Worüber man auch stolpern könnte, dass sich in der Tabelle noch die ein oder andere Lücke befindet. Die habe ich hier mal mit dem blauen Kästen markiert. Das liegt dann einfach daran, dass sich mit diesem Ergebnis in dem Untertest leider keine Person eingetragen hat, wir aber anhand der Verteilung stark davon ausgehen, dass dieser Wert existiert. So könnt ihr also mit der Tabelle euer Ergebnis händisch rekonstruieren, aber diejenigen, die an der Umfrage teilgenommen haben oder das noch nachholen wollen, können mittels des Pseudonymisierungscodes auch einfach das Auswertungstool verwenden, das der Werner gebastelt hat. Dann bekommt ihr eure Punktzahlen nämlich auch einfach ausgeworfen. Den Link zum Tool werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Kommen wir nun zur Tabelle für den zweiten Tag, Sonntag, den 14.05. Das Prinzip ist hier genau das gleiche, da brauche ich wenig dazu zu sagen. Interessant finde ich aber, dass tatsächlich niemand von den 90 Umfrageteilnehmern von Tag 2 bei Textverständnis 100% erreicht hat. Somit ist auch dieser Wert noch fehlend. Vielleicht hat ihn ja jemand von euch erreicht, dann könnt ihr euch ja gerne noch eintragen. Das Video könnt ihr pausieren, an Tag 1 oder an Tag 2, je nachdem, wann ihr geschrieben habt. Aber wir machen jetzt noch weiter und schauen uns die beiden Tage im direkten Vergleich an. Um uns anzunähern, können wir zuerst mal schauen, in welchen Untertests sich die Durchschnittspunktzahlen zwischen den beiden Testtagen um mindestens einen Punkt unterschieden haben. Hier war Muster an Tag 1 einfacher mit einer Durchschnittspunktzahl von 13, während es an Tag 2 nur 12 waren. Figurenlernen war an Tag 1 deutlich leichter, 15 Punkte im Vergleich zu 13 Punkten an Tag 2. Faktenlernen ebenfalls an Tag 1 leichter mit 12 Punkten Durchschnitt und 1,3 Punkten mehr als an Tag 2. Und zuletzt hat Tag 1 auch noch einen Untertest zu bieten, der schwieriger war als an Tag 2. Und das ist Diagramm und Tabellen mit nur 10,7 Punkten, während es an Tag 2 12,3 waren. Um die beiden Testtage nun im Gesamten vergleichen zu können, habe ich einfach die Summe aus allen Durchschnittspunktzahlen gebildet. Und hier kommt man auf 94,7 an Tag 1 und auf 91,7 an Tag 2. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, der Tag 2 ist also insgesamt der schwierigere gewesen.
Und das hatten wir auch direkt nach den Testtagen im Mai 2023 im Video so prognostiziert. Da habt ihr nämlich den Schwierigkeitsgrad einschätzen sollen und die Teilnehmer an Tag 2 hatten insgesamt eine höhere Schwierigkeit angegeben als die Teilnehmer von Tag 1. Nicht ohne Grund, wie wir nun wissen, aber nichtsdestotrotz sind die Unterschiede noch moderat und eine Sache, die ich vermutlich schon im zweistelligen Bereich auf dem Kanal gesagt habe. Man wird ja für die Ergebnisberechnung nur mit denen verglichen, die auch am selben Testtag geschrieben haben wie ihr selbst. Und noch eine weitere Sache, die ich erwähnen will, bevor irgendein Fuchs von euch die Durchschnittspunktzahlen mit den vorherigen Videos von den Testtagen 2022 vergleicht. Wenn man sich die Ergebnisse von November 2022 anschaut, könnte man sagen, dass die Mai-Testtage beide deutlich leichter waren als der November-TMS. Aber ein kleines statistisches Detail müsst ihr hier berücksichtigen. Und zwar haben wir im Mai und November 2022 den Durchschnittswert anhand des Prozentrangwerts berechnet. Korrekt ist aber eigentlich eine Berechnung anhand des Standardwerts. Daher haben wir diesmal den Standardwert herangezogen. Um es kurz zu veranschaulichen, für die, die es interessiert. Ein Standardwert von 100 entspricht nun genau der Durchschnittspunktzahl im Untertest. Also hier bei Muster ist der Standardwert 100 genau bei 13 Punkten. Damals haben wir aber nach dem Prozentrang gerechnet. Und wie ihr seht, entspricht 13 Punkten einem Prozentrangwert von 56 und 12 Punkte einem Prozentrangwert von 46. Wenn man daraus nun den Durchschnitt berechnet, würde man eher auf 12,5 kommen. Das entspricht aber eher dem Lagemaß Median und nicht dem Mittelwert. Median werde ich jetzt nicht erklären, das wird euch spätestens im Studium begegnen, aber ich wollte trotzdem kurz darauf eingehen, da man mit dem Durchschnitt über den Standardwert tendenziell auf etwas höhere Punktzahlen kommt. Da muss man also aufpassen, wenn man es mit meinen vorherigen Videos vergleicht. Damit haben wir wieder alles geschafft, kurz und schmerzlos. Schreibt gerne auch eure TMS-Erfahrungen in die Kommentare und gebt dem Video auch gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hier auf der Endcard werde ich noch weitere Videos zu den TMS-Ergebnissen verlinken, die der Werner noch machen wird. Da werden dann noch Daten zu anderen spannenden Sachen veröffentlicht. Zum Beispiel hatten wir dieses Mal der Umfrage auch den Abiturschnitt erfasst. Damit konnten wir nun schauen, inwieweit der Abischnitt mit dem TMS-Ergebnis zusammenhängt. Ich hoffe, dass ihr das Ergebnis bekommen habt, dass ihr für euren Studienplatz braucht. Und ja, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen schon ab Oktober auf dem Campus. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und sag bis dahin.